Ja, herzlich willkommen zu dieser gemeinsamen Yoga-Praxis. Ich bin Tobias von Yoga Privé und freue mich, dass du mir deine Zeit schenkst. Herzlich willkommen. Namaste. Ich möchte heute in dieser Yogastunde mit dir in eine schöne, geschmeidige Bewegung eintauchen, die uns im Hauptteil der Stunde in die Hüftgelenk und die Hüftmobilität hineinbringt, sodass wir einfach eine schöne, geschmeidige Bewegungssequenz entstehen lassen, mit den Hüften arbeiten, sodass auch die Bewegungen, die du im Alltag mit den Hüften machst, eben schön geschmeidig und frei sich anfühlen. Das ist auch ein Weg nach innen, denn wir werden immer wieder uns Zeit nehmen zum Spüren, Dinge so einzurichten, dass sie sich für dich gut anfühlen und so eben einen inneren Bezug oder eine innere Verbindung aufbauen zu dir selbst, ja, hin zu einer inneren Nähe, einer inneren Verbindung, einer inneren Lebendigkeit. Und ich lade dich ein, mit mir diesen Weg zu gehen. Lass uns die Yogamatte dafür ausrollen und beginnen. Wir machen erstmal im Vierfüßler weiter, werden uns bewegen und dann die ersten Ideen für die Lebendigkeit der Hüfte einbauen. Lass uns im Vierfüßler dafür treffen und nutze ihn gerne erstmal für dich, um so ein schönes Feingefühl für den Körper zu bekommen. Also dich mal so ein bisschen durchbewegen. Und das kann was ganz Kreatives sein, einfach so, wie es für dich gut tut. Und einfach mit dem Feingefühl darüber, was du und dein Körper jetzt brauchen in diesem Augenblick. Gut, dann denk auch an den Rückenbereich, an die Schultern und an den Nacken. Und komm in den Katzenbuckel, roll dich hier sanft ein, dann gleite in den Pferderücken hinein. Mach das ein paar Mal, ausatmen in den Katzenbuckel, einrollen, Bauchnabel heben, Flanken heben, einatmen zum Pferderücken, eintauchen, den Rücken lang machen, den Blick heben. Und zwei Runden noch. Ja, versuch Atmen und Bewegen zu vereinen, sodass das schön geschmeidig werden kann. Und wenn du beim nächsten Pferderücken angekommen bist, dann wechsel zurück in den Vierfüßler mit einem neutral langen Rücken. Beginn jetzt mal mit den Schultern über den Händen zu kreisen. Schöne weiche Bewegungen hier zu zeichnen. Das bereitet die Handgelenke für die Yoga-Praxis vor. Mobilisiert aber schon mal den Hüftbereich, denn auch die Hüfte kreist natürlich hier mit. Kreis auch anders herum. Gut, nochmal einen großen Bogen zum Schluss. Gut, dann komm wieder an, die Hände ungefähr unter den Schultern ablegen und die Finger auffächern. Jetzt setz ein bisschen mehr Gewicht auf das linke Knie, sodass du dein rechtes Knie zur Seite heben kannst. Einmal weich kreisen kannst mit dem rechten Knie zur Seite. Einfach mal schön groß kreisen. Gut, jetzt stell den rechten Fuß weit neben dir auf. Wir einfach mit der Fußsohle den Fuß neben dir gut aufsetzen. Zeig mal ein bisschen von der Seite, kannst du das besser sehen. Gut, so gemütlich, nicht zu weit weg, nicht zu nah ran. Einfach so, dass du eine schöne Seitgrätsche hier bekommst. Die linke Hand unter der Schulter gut erden. Und mit dem Einatmen rechten Arm über die Seite nach oben drehen. Und ausatmend die Hand unter der linken Schulter hindurchschieben. Ein paar Runden. Einatmen nach rechts aufdrehen. Gern dem Handblick folgen. Ausatmen eindrehen. Mal einatmend aufschrauben. Streck dich hoch. Ausatmen, dreh dich ein, letzte Runde, schöner großer Bogen über die Seite nach oben und ausatmen, die Hand wieder zurück. Bleib hier, setz jetzt die rechte Hand unter der Schulter gut auf. Wir drehen uns jetzt nach links, es geht ein bisschen schwerer, denn hier ist jetzt so ein Widerstand, den du spüren könntest. Also mal probeweise den linken Arm über die Seite hochziehen. Bleib hier oben, atme. Für mich geht es ein bisschen besser, wenn ich auf die rechten Fingerkuppen komme. Kann ich mich höher strecken? Ja, auch hier gerne mal dem Arm nachschauen. Zwei, drei tiefe Atemzüge. Zieh dich immer ein bisschen höher, wenn du einatmest. Versuch zu entspannen im Ausatmen. Und mit dem nächsten Einatmen nochmal strecken. Und ausatmen, die Hand wieder zurück. Wechsel wieder in den Vierfüßler zurück. Und nochmal schön weich bewegen, schlängeln, reckeln, alles mobilisieren, was jetzt gut tut. Gut, die Hände gut erden, Gewicht mehr auf die rechte Knieseite. Jetzt das linke Knie über die Seite heben und Kreise malen. Egal welche Richtung, einfach mal schön groß kreisen. Gut, jetzt stellst du den Fuß
links neben dir auf. Ich zeige es mal ein bisschen von der Seite. Fuß flach, nicht zu weit weg, eher so im 90-Grad-Winkel zur Seite. Die rechte Hand gut erden, mit dem Einatmen den linken Arm über die Seite hochdrehen, mit dem Blick der Hand folgen, ausatmen, den Arm nach rechts eintauchen lassen. Und nochmal einatmen, strecken, ausatmen, einschrauben. Für dich noch 3 Runden ungefähr. Ja, wird schön weich in der Bewegungsqualität. Und nochmal einatmen, hochstrecken. Und wenn du das nächste Mal ausatmest, bringst du die Hand wieder zurück unter die Schulter. Wir drehen jetzt nach rechts mit dem Einatmen, rechten Arm über die Seite hoch. Gerne hier auch dem Blick folgen. Und wenn du magst, komm auf die Fingerkuppen der linken Hand, die ein bisschen höher. Atme nochmal, einatmen, lang werden, ausatmen, ein bisschen entspannen. Nochmal einatmen, hochziehen und ausatmen, die Hand zurück und alles zurück in den Vierfüßler. Nochmal mit schönen kleinen oder großen Bewegungen verwöhnen. Gut, dann wechsel bitte zum abwärtsschauenden Hund. Streck dich hier ganz sanft, ganz lang und bleib dynamisch. Also auch ein großes Ziel dieser Stunde, schön dynamisch, schön lebendig zu bleiben. Das heißt, diese Haltung muss gar nicht starr sein. Du kannst dich mal so richtig schön durchräkeln hier an dieser Stelle. Ja, auch mal den Kopf baumeln lassen, auch mal den Kiefer locker kauen lassen. Dann lass das Gesicht weich werden, beug dein rechtes Knie, zieh das unter der linken Seite hindurch. Ja. Dein Becken kippt jetzt nach rechts, dann wieder zurück, neutral ankommen. Das linke Knie unter die rechte Seite hindurchschieben, Becken kippt nach links. Mach das noch ein paar Mal, hier ruhig die Füße mitdrehen. Also richtig schön bewegen. Mal so ein extra Mobilitätsprogramm für den Hüftbereich. Gut, dann lande, wenn du aus der linken Seite nochmal in die rechte Seite kommst und von der rechten Seite in die Mitte zurückkommst, dann streck dich hier symmetrisch lang, schieb die Hände nach unten, zieh deine Hüfte nach hinten hoch und senk die Fersen tief. Beim Einatmen in den Liegestütz kommen, ausatmen, zurückschieben in den Hund. Einatmen nach vorne in den Liegestütz, ausatmen, zurück in den Hund. Nochmal eine Runde, einatmen nach vorne in den hohen Liegestütz. Und mit dem Ausatmen zum Boden gleiten und ablegen. Und die Schultern weich nach hinten rollen lassen. Gut. Lass die Schultern beim nächsten Mal hinten. Zieh die Hände ein bisschen zurück, sodass du nach vorne rutschst, wenn die Matte glatt wäre. Heb dein Brustband dann hoch in die Cobra. Und schieb dich zurück in den abwärts schauenden Hund. Dann lauf mit den Füßen nach vorn Richtung Hände. Komm hier eine schöne weiche Vorbeuge, die Knie dafür anbeugen, den Oberkörper entspannt nach unten fließen lassen. Auch hier gerne kleine Bewegungen, also bleib lebendig, bleib organisch. Ja, mal den Schulternackenbereich verwöhnen, den Kiefer kauen lassen, Oberkörper nach unten ausgleiten lassen. Dann gut, dann stützt die Hände auf die Oberschenkel, roll dich in die Hocke. Hier auch nochmal mit schönen Bewegungen arbeiten. Überall ein bisschen mobiler werden, Spannungen aus dem Körper rausbewegen. Und dann richte dich langsam auf zum Stehen. Roll hier auch die Schultern nochmal schön weit nach hinten. Die brauchen keine besondere Spannung oder Anstrengung jetzt. Du hast die Schultern im hinteren Teil des Brustkorbs abgelegt. Die Füße ein bisschen breiter als die Hüfte aufstellen. Und jetzt schwingen einfach mal ganz locker um dich herum. Ja, schön frei, schön locker, einfach schwingen. Lass die Arme weit um dich herum fliegen. Gut, dann lande wieder. Komm in den vorderen Teil deiner Yogamatte, sodass du nach hinten gut Platz bekommst. Bring die Hände vor dem Herz hier zueinander. Beug die Knie etwas an, tauch mit den Händen Richtung Knie ein und streck dich über vorn nach oben. Also ganz hochziehen, dann breite die Arme aus, beug die Knie an, verneig dich weich nach unten in die Vorbeuge. Nochmal Schulter-Nackenbereich entspannen. Jetzt zieh dich in die halbe Vorbeuge nach vorn, stütz die Hände gegen die Beine. Schieb die Hände ein bisschen zurück gegen die Beine und streck den Rücken dadurch weiter nach vorn. Und dann wieder in die Vorbeuge nach unten ausgleiten.
Wenn du einatmest, setzt den rechten Fuß weit, weit, weit zurück, richtig groß, richtig weit. Ausatmend, linker Fuß mit nach hinten nehmen, den Hund. Einatmend, die Knie absenken, roll dich zum Katzenbuckel und Pferderücken. Und mit dem Ausatmen komm zum Kind, das Gesäß Richtung Fersen, Stirn Richtung Boden. Einatmend, schwing dich hoch, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmend, komm vor in den Liegestütz. Leg dich ausatmend in Ruhe zur Erde ab, die Ellenbogen nah an den Körper ziehen, einatmend Schultern zurückrollen, Steiß zurückschieben, Brustbein heben, ausatmend zurück in den abwärts schauenden Hund. Jetzt hebt dein rechtes Bein bitte hoch, drück die rechte Hand in den Boden, schieb die rechte Ferse weit von dir weg. Du musst richtig lang strecken hier, atme, jetzt dreh die rechte Hüfte auf über die linke. Rechts über links, mal kurz zum linken Knie schauen, dreh das Bein so, dass das Knie wieder zu dir nach vorn zeigt. Das ist so eine Außenrotation im Knie, also im Hüftbereich. Jetzt mal unter der rechten Achsel hindurchschauen, einatmen das rechte Bein ein bisschen höher heben, noch ein bisschen höher, noch ein bisschen höher und ausatmen den Fuß nach vorn schwingen zu den Händen. Gut, dann drück den rechten Fuß gut in den Boden und richte dich langsam nach oben auf in den ersten Held. Verschränke die Finger bis auf die Zeigefinger, heb dann die Arme nach oben und mit dem Einatmen werde ein bisschen leichter am Oberkörper, ja, die Schultern leicht machen, nach oben schweben, ausatmen, drückt die Füße gut und sicher in den Boden nach unten. Mit dem Einatmen lang werden, aufrichten, lebendig werden, ausatmen, nach unten erden. Mal einatmen, zieh dich hoch, ausatmen, eine Seitbeuge nach rechts, mal ganz sanft nach rechts neigen. Angenehm weit, Bauchnabel sanft einsaugen nach innen. Jetzt ist die linke Seite lang, ja, die linke Flanke weitet sich, atme hier hin in die linke Seite. Also ein paar tiefe Atemzüge. Das ist ein sehr schöner Atemraum im Körper, der linke mittlere Lungenlappen. Und mal tief einatmen, streck dich, ausatmen, komm wieder nach oben, atme ein. Und ausatmen, bring die Hände vor dein Herz. Wir machen jetzt eine Drehung hier. Dafür setzt du den linken Ellenbogen außen gegen das rechte Knie. Dreh dich jetzt nach rechts auf, schön in Ruhe. Drück die obere Hand gegen die untere Hand. Die Ellenbogen sind übereinander. Mit dem Einatmen wird der Rücken lang. Mit dem Ausatmen drehst du dich weich nach rechts. Atme weiter. Mal tief einatmen, ausatmen, schieb beide Hände mal von dir weg. Du brauchst eine ganz starke Körpermitte. Atme hier ein und ausatmen, bring die Hände wieder zurück zum Boden. Einatmen, streck den Rücken lang, lass das Becken sinken, Blick heben, ausatmen, linker Fuß nach vorn setzen, in die Vorbeuge. Einatmen, die Arme ausbreiten, langsam nach oben rollen, die Oberschenkelmuskeln anspannen dabei. Das gibt dem Kreislauf Halt. Ausatmen, die Hände über dem Kopf nach vorn zum Herzen. Einatmen, Richtung Knie eintauchen, über vorn wieder hochstrecken, ausatmen, in die Vorbeuge, die Arme ausbreiten, weich nach unten schmelzen. Einatmen in die halbe Vorbeuge, lang werden, lange Rücken, lange Flanken, ausatmen, zur ganzen Vorbeuge wieder entspannen. Den linken Fuß im Einatmen weit zurück, Becken tief, Blick heben, ausatmen, rechter Fuß nach hinten, abwärts schauender Hund. Einatmen, die Knie absetzen, Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen zum Kind. Einatmen wieder hoch. Der Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen, der hohe Liegestütz. Du rollst dich vor. Kommst ausatmend langsam zum Boden. Ellenbogen nah an den Körper ranziehen. Einatmen in die Kobra. Schultern und Steiß schieben zurück. Brustbein hebt sich. Ausatmen, zurück in den abwärts schauenden Hund. Jetzt das linke Bein nach oben heben, linke Hand in den Boden schieben, linke Ferse weit weg, richtig lang werden. Und jetzt hebt die linke Hüfte über die rechte hoch. Mal kurzer Blick zum rechten Bein, dreh es so auswärts, dass das Knie wieder nach vorn zeigt. Wenn du das gemacht hast, dann schau unter der linken Achsel hindurch, ganz freundlich und sanft. Einatmen, das Bein ein bisschen höher heben, höher, 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 höher. Ausatmen, den Fuß nach vorn schwingen zu den Händen. Gut, linker Fuß in den Boden drücken und schön in Ruhe aufrichten nach oben. Diese zweite Seite des ersten Helden, die Finger verschränken bis auf die Zeigefinger. Ups, die Arme heben. Einatmen, lang werden, lange Flanken, lange Achseln. Ausatmen, Becken
und Füße nach unten erden. Und in Ruhe durchatmen. Nochmal mit dem nächsten Einatmen nach oben leicht werden und aufrichten. Ausatmen, die Seitbeuge nach links. Die rechte Seite streckt sich, Bauchnabel ein bisschen ansaugen für mehr Halt im Rumpf. Jetzt atmen die rechte Seite, ist ein schöner großer Atemraum. Rechte Flanke streckt sich. Der rechte mittlere Lungenlappen kann geatmet werden. Mal so 2, 3 tiefe Atemzüge dorthin schicken. Mit dem nächsten Einatmen nochmal strecken und ausatmen, langsam wieder aufrichten, die Hände vor das Herz bringen. Jetzt die Drehung nach links, der rechte Ellenbogen außen an das linke Knie setzen, da einhaken. Dreh dich jetzt nach links auf, schön in Ruhe. Die Hände kommen wieder vor das Brustbein zurück, ungefähr Ellenbogen übereinander. Mit dem Einatmen den Rücken lang werden lassen, mit dem Ausatmen um die Achse des Rückens herumdrehen nach links. Und hier atmen. Finde eine gute Sicherheit nach unten und doch bleib lebendig, also fahre nicht, werd nicht fester. Auch wenn wir gleich jetzt ein bisschen mehr in die Körpermitte gehen, die Körperspannung, nochmal ausatmen, Bauchnabel einsaugen, die Arme wegstrecken von dir, hier atmen, einatmen, lang werden, ausatmen, Hände zurück, Schritt nach vorn, die Vorbeuge. Einatmen, über die Hocke aufrichten, die Arme ausbreiten, komm langsam hoch in den Stand. Und ausatmen, bring die Hände zum Herz. Einatmen, Richtung Knie eintauchen, über vorn hochstrecken. Ausatmen, in die Vorbeuge nach unten gleiten. Einatmen, in die halbe Vorbeuge lang wachsen, lange Rücken, lange Flanken. Ausatmen, zur ganzen Vorbeuge zurückfließen nach unten. Einatmen, den rechten Fuß wieder weit zurück, Becken Tiefblick heben. Ausatmen, linker Fuß nach hinten, abwärts schauender Hund. Einatmen, die Knie absetzen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, zum Kind. Einatmen, komm hoch, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen, der abwärts schauende Hund, ein Vinyasa, einatmen nach vorn in den hohen Liegestütz, ausatmen, sanft zum Boden gleiten, einatmen in die Kobra, aufrollen und ausatmen, zurückschieben zum abwärts schauenden Hund. Mal mit dem Einatmen das rechte Bein heben nach oben und ausatmen, die Hüfte aufdrehen, einatmen, das gehobene Bein ein bisschen höher heben. Ausatmen, den Fuß nach vorn schwenken zu den Händen, hier durchatmen und jetzt setzt du den vorderen Fuß in die Mittellinie der Yogamatte, also in die Mittellinie der Yogamatte, ein bisschen nach innen bedeutet das. Die Hände könnten so ein bisschen auch nach vorn krabbeln, so eine Handbreite, Handlänge nach vorn vor den rechten Fuß und jetzt lässt du das rechte Knie nach außen sinken und kommst auf die Außenkante des rechten Fußes. Ja, einfach nur so weit, wie sich das gut anfühlt, sinkt das rechte Knie nach außen. Das Becken kuschelt sich ein bisschen tiefer nach unten. Auch hier nicht zu fest werden. Ja, such dir kleine, schöne Bewegungen aus, dass diese Dehnung, die du jetzt erfahren kannst, einfach weich bleibt und nicht einfach nur alles angespannt wird. Ja, so ein bisschen bewegen, mal hoch, runter, rechts und links. Da kannst du gut spüren, wo jetzt Muskelfasern aktiv sind. Wenn du mehr Intensität wünschst, dann zieh die Ellenbogen nach außen und tauch mit so einem weichen, schönen Herzen etwas tiefer nach unten ein. Als würdest du dich vor dir verneigen und dann Möglichkeiten, die du hier hast. Mal 2, 3 tiefe Atemzüge in das Becken schicken. Und dann kommst du langsam wieder nach oben. Wir führen es nochmal zurück in den abwärts schauenden Hund. Bewegen uns hier ein bisschen, um wieder so eine Symmetrie herzustellen. Wenn du ein Vinyasa magst, kannst du das tun. Das ist Liegestütz nach vorne. Wenn nicht, dann bleibst du im Hund. Die den Vinyasa mitmachen möchten, die kommen im Einatmen nach vorne in den Liegestütz. Ausatmen zum Boden. Einatmen in die Kobra. Ausatmen, zurück in den Hund. Da sind wir alle wieder da. Heben nochmal das rechte Bein hoch. Jetzt winkelst du das rechte Knie.
schiebst die Fußsohle hoch Richtung Himmel, mal so richtig schön hoch. Du willst so einen Abdruck in die Decke machen, nach oben. Und hier oben nimmst du den Fuß nach links. Das heißt, die Hüfte dreht wieder nach rechts auf. Wenn du jetzt unter der linken Achsel hindurchschaust, vielleicht siehst du den Fuß. Wenn ja, dann lächel dahin. Wenn nicht, dann lächel auch dahin. Lass hier den Fuß mal kreisen. Ein paar Mal in die eine Richtung. Und in die andere Richtung. Gut, jetzt schau dir die rechten Achseln durch, da siehst du vielleicht das Knie. Auch hier mal mit dem Knie Kreise zeichnen. Schön groß in die eine Richtung. Schön groß in die andere Richtung. So, und jetzt, Achtung, jetzt kommt das rechte Knie zwischen die Hände nach vorn. Rechtes Knie nach vorn ziehen und zwischen den Händen absetzen. Puh, gut. Hinteres Bein lässt du noch lang, den Fuß hinten aufgestellt. Mit dem rechten Knie bitte ein Stück jetzt nach außen zum rechten Mattenrand und mit dem rechten Fuß etwas mehr nach links unter das linke Hüftgelenk. Das kann schon von der Intensität her jetzt gut sein, da kannst du gerne hier bleiben, wenn du das möchtest. Andererseits, falls du mehr Beweglichkeit hast oder mehr Intensität wünschst, kannst du mit dem linken, mit dem rechten Fuß, der links ist, weiter wegkrabbeln nach links Richtung linke Hand. Schau einfach immer, dass da, wo du ankommst, deine Gelenke sich gut anfühlen. Also, dass da nicht so eine Spannung oder so ein innerer Krampf entsteht, ja, oder irgendwas sehr stark zieht. Dann bist du ein bisschen zu weit, dann komm ein wenig zurück. Okay. Die Frage, ob der Fuß jetzt angewinkelt oder lang ist, ist eine Frage des Spürens. Manche mögen es, den Fuß jetzt wirklich zu flexen, also anzuwinkeln. Wenn das im Knie sich gut anfühlt, ist es okay. Für andere ist es schöner, den Fuß eher lang abzulegen. Ich mache so einen Mittelweg. Ich bocke ihn so ein bisschen. Schau einfach, wie es für dich, für das Knie am besten passt. Da bist du richtig, nicht was andere sagen. Ja? Rechtes Knie muss sich gut anfühlen. Okay, jetzt lässt du dein Becken nach unten sinken und kannst gerne mit dem linken Fuß ein bisschen zurücklaufen, ja, dass das Becken noch ein Stück nach hinten kommt. Immer noch gut auf die Gelenke aufpassen, dass da alles in Ordnung ist. Linke kleine Zeh drückt in den Boden. Wenn du magst, du kannst den linken Fuß jetzt auch ablegen oder lässt ihn einfach aufgestellt. Jetzt schiebst du die rechte Hüfte ein bisschen weiter nach hinten runter und ziehst gleichzeitig die linke Hüfte nach vorn runter, sodass du dich nicht zur Seite jetzt absetzt oder wegknickst, sondern einfach gut mit dem Becken symmetrisch nach unten sinken kannst. Und einmal das Brustbein heben, den Oberkörper aufrichten, den Blick heben und atmen. Vielleicht ist das deine Variation, diese Taube. Du kannst gerne auch noch auf die Unterarme wechseln, wenn du hier ein bisschen tiefer nach unten kommen möchtest. Ja, auch das ist schön, das tut auch gut. Immer da, wo du ankommst, der Atmung Raum geben. Das Gesicht und die Kiefergelenke entspannen. Und dich erinnern, dass wir Yoga machen und da geht es nicht darum, sich was zu beweisen, nicht auch zu verkrampfen, sondern in dieser Intensität, die Yoga ja auch darstellt oftmals, weich und organisch zu bleiben und lebendig zu sein. Also vertief die Atmung in das Becken. Wenn du noch einen Schritt tiefer gehen möchtest, du könntest auch mit den Händen nach vorn krabbeln und mit der Stirn Richtung Boden sinken. Schau aber immer, dass da, wo du bist, wie gesagt, alles passt. Egal, wo du jetzt bist, bleibe und verweile und genieß einen Moment. Gut, wir bereiten uns vor, mit kleinen Schritten wieder zurückzugehen. Komm da erstmal, wenn du das noch nicht bist, auf die Hände, richte dich wieder auf. Führ dein rechtes Fuß wieder zurück unter die rechte Hüfte. Das rechte Knie wieder ein Stück nach innen versetzen. Jetzt lass dir schön viel Zeit für den abwärts schauenden Hund. Mal so ganz langsam in Zeitlupe den rechten Fuß zurückschleifen zum abwärts schauenden Hund und dann schöne, sanfte Bewegungen einbauen. Also alles, was hier gut tut, alles ist erwünscht.
Heb das rechte Bein wieder nach hinten hoch, mal atme ein und zieh das rechte Knie ein, zweites Mal nach vorn zu den Händen. Nochmal in diesen Asana kommen, rechtes Knie nach außen, Fuß nach links, linker Fuß krabbelt nach hinten, Becken sinkt tiefer, rechte Hüfte schiebt zurück, linke zieht ein bisschen nach vorn. Wir bleiben jetzt auf den Händen aufgestützt und wandern mit den Händen, ich zeige es von der Seite, wandern mit den Händen nach rechts, sodass der Oberkörper über dem rechten Knie ankommt. Ja, so ein bisschen nach rechts mit dem Oberkörper wandern. Gut, hier einatmen, den Brustkorb heben, den Blick heben, ausatmen, mit langem Rücken nach unten fließen. Nochmal einatmen, hochrollen, Wirbel für Wirbel wieder aufrichten, nach oben. Ausatmen, nach unten, mit langem Rücken ausgleiten. Noch eine Runde, einatmen, hochrollen, Wirbel für Wirbel hoch, ganz anmutig. Und ausatmend ein weiches, langes Gefühl nach unten. Bleib hier. Versetz jetzt die linke Hand nach rechts, den linken Ellenbogen mal um, irgendwo um das rechte Knie aufstützen. Das kann vor dem rechten Knie, manche können auch an der Außenseite des rechten Knies den Ellenbogen aufstützen. Gut, jetzt nicht umplumpsen, wenn ja, ist nicht schlimm, der Weg zum Boden ist weit, nicht weit. Langsam nach rechts drehen, die rechte Hand in die linke Hand hineinlegen. Und jetzt drehst du dich langsam nach rechts. Und wie gesagt, wenn du jetzt umplumpst, nicht schlimm. Komm einfach nochmal hier rein und erleb dich neu. Lass es atmen. Mit dem Ausatmen in die Drehung fließen. Mit dem Einatmen lang werden im Rücken. Schön tief durchatmen. Ah, lebendig bleiben. Genießen. Nochmal einatmen und ausatmen. Die Hände zurück. Alles wieder zurückbauen. Und nochmal in Ruhe zum abwärts schauenden Hund. Zurückwechseln. Lass dir Zeit, sodass die Gelenke hinterherkommen. Und dann verwöhn dich. Mal so ein schön Laufen und Bewegen und Räkeln. Ein Vinyasa. Einatmen in den Liegestütz. Ausatmen zur Erde. Einatmen in die Kobra, nach oben rollen. Ausatmen, zurückschieben, den abwärts schauenden Hund. Einatmen, die Knie senken. Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen in das Kind oder zum Sitz, um mal einen Moment nachzuspüren, wie es dir jetzt geht. Wenn man innehalten, nachspüren, wo ist jetzt Wärme, wo ist Aktivität im Körper, wie fühlt sich rechts und links an. Wie pulsiert dein Herz? Wohin atmest du? Und dann lass uns mit dieser Innenschau die neue Runde starten. Komm wieder in das Kind mit den Händen nach vorn. Schieb dein Gesäß sanft zurück, krabbel mit den Fingern gleichzeitig nach vorn. In den Rücken einatmen, komm hoch in den Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen zum abwärts schauenden Hund. Ein Vinyasa für die, die möchten. Einatmen in den hohen Liegestütz. Ausatmen zum Boden. Einatmen in die Kobra gleiten. Ausatmen, zurückschieben zum abwärts schauenden Hund. Jetzt die linke Hand in den Boden drücken und das linke Bein hochheben. Lass das Bein lang. Dreh die Hüfte auf, links über rechts. Dann kurz das rechte Bein anschauen und nochmal auswärts drehen, sodass die Kniescheibe nach vorn zeigt. Wenn das passt, unter der linken Achsel hindurchschauen. Einatmen, linkes Bein höher, 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 Gesicht entspannen und ausatmen, den Fuß nach vorn schwingen zu den Händen. Gut, jetzt komm hier in die Mittellinie der Yogamatte, also ein bisschen nach innen mit dem Fuß. Die Hände krabbeln etwas nach vorn, vor den Fuß. Und jetzt ziehst du dein linkes Knie nach außen und kommst auf die Außenkante des Fußes. Ja, soweit sich das gut anfühlt, übertreib hier nichts, respektier das, was machbar ist. Und lass dein Becken dann weich nach unten sinken. Und spiel ein bisschen mit Bewegungen hier. Also verharre nicht, werd nicht fester in der Dehnung. Manchmal macht das ja alles so angespannt, ja. Versuch das zu vermeiden mit diesen schönen, weichen Bewegungen zum schon liebevollen Gefühl. Mal den Kiefer entspannen, in das Becken atmen.
Einfach so ein paar schöne kreative Bewegungen machen. Das lässt dir dich auch fühlen, welche Muskelgruppen da jetzt dehnen und beansprucht werden. Gut, wir lösen das langsam wieder auf, kommen langsam wieder mit dem Knie zurück, den Fuß wieder zurück nach außen. Mal Becken tiefer, Blick heben, einatmen und einen Schritt zurück im Ausatmen. Hier bewegen. Ein Vinyasa für die, die möchten. Und aus dem Abwärtsschauenden Hund nochmal. Linkes Bein hochheben. Jetzt winkel dein Knie an. Schieb den Fuß höher Richtung Decke. Stell dir auch hier vor, du machst da so einen Abdruck nach oben zur Decke. Und jetzt hebst du dein linkes Hüftgelenk über das rechte hoch. Rechtes Bein dreht auswärts. Schau da gleich unter der rechten Achsel hindurch. Vielleicht siehst du den Fuß jetzt. Wenn du ihn siehst, dann lächel dahin. Wenn nicht, lächel gerne weiter nach hinten. Kreis mit dem Fuß hier oben in die eine Richtung, in die andere Richtung. Jetzt mit dem linken Knie unter der linken Achsel hindurchschauen. Hier kreisen hier oben. Eine Richtung und die andere Richtung, schön weich kreisen. Gut, nochmal einatmen, Knie hochziehen und ausatmen, das Knie nach vorn Richtung Hände, hier ganz weich nach vorn aufsetzen. Rechten Fuß noch aufgestellt lassen. Gut, jetzt das linke Knie ein Stück nach außen zum Mattenrand und den linken Fuß nach rechts Richtung Hüfte. Rechtes Knie kannst du gern absetzen. Achte hier auf die Gelenke. Die Seiten sind oft unterschiedlich, also respektiere das, was in dieser Seite sich an Möglichkeiten bietet, ohne etwas zu übertreiben. Linkes Knie ist nach außen, wie gesagt. Rechter Fuß kann gegebenenfalls weiter nach rechts Richtung rechte Hand wandern, wenn sich das gut anfühlt. Nur dann. Den Fuß, mal schauen, vielleicht mögst du ihn mehr anbeugen, also flexen oder mehr strecken oder so ein Mittelding finden. Die richtige Option ist die, in der das linke Knie sich am wohlsten fühlt. Ja, dann bist du genau richtig, egal was du da jetzt mit dem Fuß machst, es geht um dein Wohlbefinden. So, hinterer Fuß, kleine Zeh drückt nach unten, krabbelt ein bisschen zurück, der gesamte rechte Fuß, Becken sinkt nach hinten runter, besonders die linke Hüfte schiebt nach hinten runter und die rechte Hüfte zieht im gleichen Zug ein bisschen nach vorn runter, sodass du dich nicht zur Seite fallen lässt, ja, sondern wirklich parallel mit dem Becken nach unten gleiten kannst. Mal hier einatmen, den Brustkorb heben, Oberkörper aufrichten und ausatmend entspannen, Kiefer entspannen, Gesicht weich und freundlich werden lassen. Vielleicht magst du hier oben bleiben. Alles das ist schön, was du machst. Vielleicht ist auch der Weg ein Stück nach unten auf die Unterarme der gute Weg für dich. Dann komm hier an, kuschel dich nochmal mit dem Becken in diesen Weg nach unten. Vielleicht magst du auch noch tiefer kommen, dich vor dem Boden und vor dir selbst verneigen, die Stirn Richtung Boden sinken lassen. Komm da an, wo es intensiv genug ist, ohne dass irgendwas noch fester wird im Lauf der Zeit. Genieß den Moment, genieß die Atmung, genieß dich selbst. Und daran erinnern, nichts aushalten, nicht verharren, sondern immer selbstbestimmt, lebendig und organisch bleiben. Gönn dir noch zwei tiefe, schöne, großzügige Atemzüge. Und dann komm mit den Händen wieder zurück, richte dich auf, bei den Oberkörper heben und wir führen das alles erstmal zurück. Linke Fuß wieder zurück unter die linke Hüfte, linkes Knie ein bisschen nach innen, hinteren Fuß aufstellen und fast in Zeitlupe zurück in den abwärtsschauenden Hund. Also ganz langsam den Fuß nach hinten schleifen lassen, ganz langsam, lass dir Zeit, ja, die Zeit, die es braucht. Und dann nutz hier schöne, weiche Bewegungen, alles durchmobilisieren, alles verwöhnen. Wenn du magst, dann ein Vinyasa, wenn nicht, bleib einfach im Hund. Einatmen in den Liegestütz ist der Weg nach vorne, in den Vinyasa, ausatmen ist ja zum Boden, nach unten der Weg. Einatmen in die Cobra,
Ausatmen, nochmal zurück in den abwärts schauenden Hund, dann sind wir wieder da. Linke Hand drückt nach unten, linkes Bein hebt sich hoch. Einatmen, das Hüfte aufdrehen und ausatmen, das linke Knie nach vorn ziehen und zwischen den Händen ablegen. Nochmal mit dem linken Knie nach außen, linker Fuß zur rechten Hüfte, rechtes Bein krabbelt nach hinten, Becken sinkt nach hinten runter und gleichzeitig zieht die rechte Hüfte nach vorn runter. Gut, hinteren Fuß gerne aufstellen oder ablegen, schau mal, was da für das Knie besser ist. Jetzt den Oberkörper aufrichten und nach links wandern. Ja, beide Hände wandern nach links, der Oberkörper kommt über dem Knie an. Hier nochmal einatmen und ausatmen. Schön weicher, langer Rücken nach unten, also ganz geschmeidig ablegen. Einatmen, ganz anmutig hochrollen, Wirbel für Wirbel aufrichten. Ausatmen, wieder ein langer Rücken nach unten, ganz weich und geschmeidig. Immer einatmen, hochrollen. Ausatmen, wieder ablegen, mal ganz lang und letzte Runde hier. Einatmen, noch einmal hochrollen, richtig, richtig genussvoll nach oben. Und ausatmen, lang der Weg nach unten, ganz weich. Jetzt hier ankommen, rechter Ellenbogen neben, vor oder außerhalb des linken Knies aufsetzen. Schau mal, was da für dich jetzt am besten passt. Ja, die sehr flexibel sind, können auch den Ellenbogen außen am Knie aufsetzen. Oberkörper dreht nach rechts, nicht sorgen, dass du jetzt nach rechts plumpst oder umfällst. Das ist normal, der Weg ist nahe zum Boden, da passiert nicht viel. Da kommst du einfach nochmal zurück. Wenn du hier bist, linke Hand auf die rechte aufstützen, so ein bisschen Druck von oben nach unten geben, daran nach links aufschrauben und mit dem Ausatmen der Drehung nachgeben. Mit dem Einatmen lang werden und ein paar Atemzüge hier genießen. Schön weich und geschmeidig. Und nochmal tief durchatmen. Und dann lösen wir auf, die Hände wieder zurück. Mal den Oberkörper nach oben rollen. Dann wieder nach vorn orientieren, linke Fuß zurück unter die Hüfte und ein letztes Mal schön ruhig, schön sanft den Weg zurück zum abwärts schauenden Hund und bewegen, mobilisieren, richtig schön groß laufen. Gern nochmal ein Knie beugen, diagonal zur anderen Seite ziehen, abwechselnd, ja, schön mit dem Becken mitschwingen, alles mal durchbewegen. Gut, dann lande wieder symmetrisch im abwärts schauenden Hund. Lass uns hier einen Moment anhalten, also ganz lang werden und durchatmen. Ein paar tiefe Atemzüge in den Rücken. Und einatmen nach vorn in den Liegestütz. Und ausatmen, legst du dich nach unten zum Boden ab. Lass dein Becken ruhig ein paar Mal locker ausschütteln. Und dann lande, jetzt zieh dein linkes Knie ein Stück nach außen. So winkel dein Knie an. Stütz die linke Hand neben dir auf. Drück die Hand in den Boden, schraubst du dich ein bisschen nach links hoch. Jetzt kommt der rechte Arm unter der linken Seite hindurch. Leg dich auf die rechte Schulter. Bring wieder die Hände ineinander. Ellenbogen übereinander, von oben nach unten sanft drücken, nach links aufschrauben und ein bisschen zurücklehnen und atmen. Zwei, drei Atemzyklen. Gut, dann roll dich wieder zurück in die Bauchlage für einen Moment. Mal die Stirn auf das Handkissen positionieren und nachspüren. Zieh dein rechtes Knie jetzt nach außen, winkel es an, stütz die rechte Hand neben dir auf, drück die Hand in den Boden, dreh dich nach rechts hoch, bringst du jetzt den linken Arm nach rechts, legst sie auf die linke Schulter, winkelst die Arme an, sodass die Hände ineinander kommen, drückst mit der oberen in die untere Hand, drehst dich dabei weiter auf, lehnst dich ein bisschen zurück und hier die Atmung mit vollen Zügen genießen.
nochmal tief schöpfen mit der Atmung. Und dann leg dich wieder zurück in die Bauchlage, nochmal die Hände als Kissen für die Stirn. Verweil einen Augenblick und lass die Atmung jetzt schön weich und großzügig in den unteren Rücken strömen. Und dann bring beide Hände in die Nähe der unteren Rippen zum Boden, roll die Schultern zurück, heb dich in der Einatmung in die Kobra hoch und ausatmend einmal noch in den abwärts schauenden Hund, streck dich lang, einatmend senk die Knie in den Vierfüßler, auch hier mal schön durchbewegen. Dann setz dich am besten zur Seite und komm mit den Füßen nach vorn. Stell den rechten Fuß auf. Bring ihn an die Außenseite des linken Fußes. Du kannst das linke Bein vorn lassen oder, wenn du magst, auch den Fuß nach rechts bringen. Das passt dann ganz gut, wenn du dich jetzt ein bisschen nach links neigst. Dann kannst du den linken Fuß nach rechts ziehen, dann dich wieder zurücksetzen. Falls die rechte Hüfte jetzt nicht gemütlich am Boden ist, dann setz dich höher, dann machst du es dir leichter. Oberkörper aufrichten, linke Hand zum aufgestellten Knie, rechter Arm nach hinten. Ausatmend in die Drehung fließen, weich werden, einatmend innerlich wachsen und aufrichten. Auch hier die letzten Atemzüge genießen. Und dabei spüren, was geschieht, wie sich dein Herz beruhigt, wie die Atmung sich vertieft. Gut, dann löst wieder auf, rechter Arm wieder nach vorn, die Beine langsam entknoten und wieder ablegen, auch mal ausschütteln gerne. So, linker Fuß aufstellen, außen neben den rechten, neben das rechte Bein positionieren, der Fuß kann vorn bleiben oder du lehnst dich nach rechts und ziehst den rechten Fuß auf die linke Seite. Spür, wie es hier im Hüftbereich passt. Wenn es passt, dann ist gut. Wenn nicht, dann setz dich höher oder komm wieder mit dem Fuß nach vorn. Die rechte Hand an das aufgestellte Knie. Linke Arm macht einen Bogen nach hinten. Ausatmend nach links drehen. Einatmen innerlich aufrichten. Auch hier verweilen und beobachten, wie alles passt, wie alles sich anfühlt und sich entspannt. Lass dich schön sanft in die Drehung fließen. Und dann komm mit dem linken Arm wieder nach vorn und löse auf. Bring beide Beine wieder nach vorn, die Beine locker ausschütteln. Dann komm in die Rückenlage bitte. Breite hier die Arme zur Seite aus, stell die Füße vor deinem Becken auf und leg ein Bein überkreuz über das andere, sodass die Oberschenkel sich überkreuzen. Jetzt beginn mit kleinen Bewegungen nach rechts und links zu schwingen. Wenn sich das im unteren Rücken gut anfühlt, dann lass die Bewegung auch noch größer werden. Wie machen Sie, um den unteren Rücken von Spannungen loslassen zu können? Nutz den Kopf für ihn entgegengesetzt mit, das entspannt auch den Nackenbereich und verwöhne dich hier noch ein paar Runden mit dieser schönen weichen Bewegung. Gut, dann komm wieder in der Mitte zurück, wechsel über Kreuz mit dem anderen Oberschenkel, beginn hier auch erstmal sanft und klein, bekomm ein Feingefühl für die Bewegung, wenn sie passt. Dann lass sie größer werden und immer größer und immer weicher. Okay, wir treffen uns in der Mitte wieder.
Stell hier beide Füße auf, ein bisschen weiter vom Becken weg, ein bisschen nach vorn krabbel mit den Füßen. Bring jetzt den rechten Außenknöchel gegen den linken Oberschenkel. Versetz dein Becken ein gutes Stück nach rechts. Und jetzt ist im Moment der rechte Fuß nach links orientiert. Dreh dich so nach links, dass du den Fuß aufstellen kannst. Das muss nicht ganz am Boden sein, das ist oft sehr intensiv. Du kannst auch den Fuß höher setzen oder auf das untere Bein aufsetzen. Auch das macht die Drehung weicher im Hüftbereich. Schau, wie es für dich passt. Komm genau dort an, wo es für dich schön ist. Und wenn du es gefunden hast, dann versetz den Kopf ein Stück nach links. Roll ihn auf die rechte Seite. Kuschel die rechte Schulter und den rechten Arm in die Unterlage. Wenn das angenehm ist, dann können die Augen sich schließen. Entspann nochmal bewusst dein Gesicht und deine Kiefergelenke und verfeinere die Atmung. Lass sie in deinen Hüftbereich fließen. Auch hier immer weicher werden, immer durchlässiger und sanfter. Und dann komm wieder zurück, Schritt für Schritt, bis du beide Füße wieder aufsetzt und das Becken in die Mittellinie der Yogamatte zurückversetzt. Nutz ruhig mal kleine Bewegungen, die jetzt schön sind. Dann im Anschluss der linke Außenknöchel gegen den rechten Oberschenkel, Becken ein gutes Stück nach links versetzen, den Beinstapel nach rechts führen, vielleicht kannst du den linken Fuß nach rechts aufsetzen oder wenn es so tief ist, was höher setzen oder auf das untere Bein aufsetzen. Es geht darum, dass es für dich angenehm ist und dass da keine Spannung entsteht, die jetzt unnötig wäre. Wenn es so ist und so gut ist, wie du es eingerichtet haben möchtest, dann versetz den Kopf ein gutes Stück nach rechts und roll ihn auf die linke Seite. Kuschel den linken Schulter- und Armbereich in den Boden. Lass dich in die Haltung schmelzen. Schließ gern die Augen sanft und liebevoll. Lass dein Gesicht weich und sanft werden. Und dich von der Atmung verwöhnen. Beobachte, wo sie hinfließt. Und vertief sie dort. Ja, dann wechsle hier auch wieder mit kleinen Schritten zurück, sodass die Füße am Ende ankommen, das Becken sich zurückversetzt hat. Und dann greif dir einfach die Knie, zieh sie an den Oberkörper, schaukel ein wenig nach rechts und links und verwöhn dich. Vielleicht fällt dir auch noch was anderes ein, was dein Körper jetzt braucht. Dann mach das ohne großen Aufwand. Ja, du kannst auch mal die Außenkanten der Füße greifen und in dieser Happy Baby Position spielen. Gut, dann lass uns nach oben zum Sitz wechseln. Such dir für ein paar Momente einen gemütlichen Sitz aus. Das kann natürlich ein Sitz sein, in dem die Schienbeine sich überkreuzen, also so ein Schneidersitz. Du kannst auch Richtung halben Lotussitz wechseln, also einen Fuß in die Kniekehle des anderen Beins legen oder den vollen Lotus nehmen, die es können, dann auch den anderen Fuß noch in die Kniekehle positionieren. Aber im Grunde geht es eher um ein gutes Gefühl im Sitz und nicht unbedingt um das Äußere, aber das ist immer unterschiedlich, die Ansichtsweisen. Du kannst gerne einen Sitz suchen, der sich gut anfühlt. Wenn du den für dich entdeckt hast, dann schließ die Augen, leg deine linke Hand in die rechte Hand,
Form damit eine Handschale, ein Mudra, in dem wir uns erinnern, die Aufmerksamkeit immer wieder zurückzuführen zu uns selbst. Denn das ist ein wichtiger Teil im Yoga, dass du nicht über das Äußere denkst, ja, wie sieht was aus, wie kann ich es am besten machen, wie kann ich es am schönsten zeigen und mir oder anderen was beweisen. Das ist alles am Ende im Yoga nicht so relevant. Auf den Leveln, auf denen wir uns bewegen, ist das nicht so wichtig. Das können wir hinter uns lassen. Und deswegen ist es viel schöner, einfach Dinge zu fühlen. Ja, wie geht's mir? Wie fühle ich mich in bestimmten Sequenzen? Was geschieht? Was kann ich anpassen? Wie kann ich mit so einem Feingefühl an die ganze Sache rangehen und das für mich gut machen? Und das ist eben ein Weg von außen nach innen. Und das, finde ich, ist eine ganz schöne Qualität, wenn wir die von innen her fühlen und von innen Dinge gestalten, wie diesen Sitz beispielsweise. Wie kannst du ihn für dich selbst nochmal verfeinern und verschönern? Mach das, finde einen wirklich durchlässig entspannten und gut aufgerichteten Sitz. Baue es von innen auf. Von innen aufrichten. Von innen entspannen. Dann nimm auch deinen Atemfluss wahr. Auch die Atmung führt dich nach innen. Ja, die ist in dir, in deinem Körper zu Hause. Und wenn du die Atmung fühlst, dann bist du automatisch bei dir selbst. Dann kommt der Geist zurück nach Hause. Dann kommt die Atmung in das Zuhause des Körpers. Wie atmest du jetzt? Genauer gesagt, wie wirst du geatmet? Denn das Leben atmet dich. Wie wirst du jetzt geatmet, ohne die Atmung erzwingen, lenken oder in eine bestimmte Form bringen zu müssen? Schöpfe aus dem Leben mit der Atmung. Und ich wünsche dir, dass du diesen inneren Eindruck, diese Nähe zu dir selbst, diese Verbundenheit, die die Yoga-Praxis dir schenkt, dass du das mitnimmst, auch in den Alltag, auch wenn wir jetzt den Übergang zum Alltag erfahren. Ja, aber bleib bei dir. Es ist immer noch Zeit für dich, Dinge so zu gestalten, wie sie sich für dich gut anfühlen. Dann bring zunächst bitte die Hände vor dem Herz zueinander. Fühl auch die Berührung der Hände miteinander. Und atme dann tiefer aus, um, wenn du einatmest, die Arme auszubreiten, mit einem Bogen über die Seite nach oben zu bringen. Im Ausatmen die Hände zueinander und vor die Stirn, dann den Mund und zurück zum Herz zu senken. Mach das nochmal. Einatmen die Arme ausbreiten, mit einem großen Bogen nach oben. Und ausatmen die Hände zueinander, Schritt für Schritt zurück zum Herz zu bringen. Wenn es für dich passt, dann verneig dich gern mit einem Danke zu dir selbst. Und für dich selbst, mit einem Danke für die Zeit, die du dir schenktest, diese Verbundenheit und Geborgenheit und diese Lebendigkeit, die in dir ruht. Nimm es mit, auch wenn wir uns wieder aufrichten und die Augen wieder öffnen. Vielen Dank, dass du ein Teil dieser heutigen Yogastunde warst. Wenn du möchtest, du kannst gerne noch Shavasana jetzt anschließen. Du bist hier einmal hier, hast dir Zeit für dich genommen. Nutz das gerne noch und ich freue mich dann, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, eine wunderbare Zeit. Und viel Gesundheit. Namaste.